Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen sonnigen Video auf dem Lackflow-Kanal. Wir haben hier schon karibisch dekoriert für den Sommer und ich glaube, heute geht es um ein Thema, was in den Medien, es beschäftigt einfach viele Leute, weil es, ich glaube, im Handwerk gerade überall allgegenwärtig ist. Es ist der Fachkräftemangel. Man hat tatsächlich das Gefühl, die Leute haben keinen Bock mehr auf Handwerk. Die Leute haben keinen Bock mehr zu arbeiten. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Also dranbleiben, jetzt erstmal für euch das Intro. Ja, liebe Freunde, der Matze ist heute auch da. Der kriegt das ja auch hier immer in vollen Zügen mit den Mitarbeitern. Ja. Es ist immer so ein schwieriges Thema, darüber zu sprechen. Ich habe eine Zeit lang dann immer die Leute vorgestellt, wenn wir sie oder wenn wir uns getrennt haben. Dann haben wir wieder gesagt, ging nicht, hat nicht funktioniert etc. Hat dann öfters auch den Eindruck erweckt, ja, kann man hier nicht arbeiten etc. Was ich halt sagen muss, das eine ist natürlich Mitarbeiter bekommen, das andere ist sie zu halten. Und die Arbeiter müssen natürlich auch die gewünschte oder geforderte Qualität erbringen. Das ist natürlich auch wichtig. Wir zahlen übertariflich 30 Tage Urlaub, Gleitzeit. Trotzdem ist das irgendwie schwierig. Matze kriegt das ja teilweise mit. Wir hatten jetzt zum 15. sollte einer anfangen. Der, ja, am ersten Tag hat er mich um 11.30 Uhr angerufen. Ja, ich bin jetzt wach. Ich habe ja heute Nachmittag noch einen Termin. Das wird heute nichts mehr. Nächsten Tag. Wir haben dann gesagt, weil ich das schon kenne, ich hatte das mit dem Gleitzeitsystem, habe gesagt, fangt an, wann ihr wollt, es ist mir eigentlich egal, Hauptsache man kommt irgendwie so auf seine Stunden. Und dann ist das halt so, das hat sich oft einfach so entwickelt, dass nachher, dann kamen die Leute um 11 und dann, oh, ich kriege meine Stunden nicht zusammen. Und dann, ja, wie das so ist. Ja, deshalb habe ich dann gesagt, okay, wir machen Gleitzeit von 7 bis 9. Erster Tag hat dann leider nicht geklappt. Zweiter Tag hat dann leider auch nicht geklappt. Da war es dann 10 Uhr, aber er war wenigstens da. Das war schon mal sehr viel wert. Einen anderen hatten wir, der war eine Woche da, wollte arbeiten, kam dann doch wieder nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe momentan keinen Bock mehr. Wir haben so viele Anfragen, coole Sachen, wo ich einfach sage, ich kann das nicht leisten. Mein Problem ist auch, wenn mir jemand eine Zusage sagt, komm, ich fange hier an, ich nehme Arbeit an, weil so ein Mitarbeiter kostet ja auch mal eben 4.000 Euro im Monat. Das muss ich ja vorher planen, das heißt, natürlich, wir nehmen Aufträge an, dann sagt er wieder ab, weil die Leute die sagen, ja, doch nicht mal. Ich sage auch schon, Leute, ich muss doch hier planen. Das kann doch nicht, das läuft doch so nicht. Dann verschiebst du die Aufträge, dann sagen die Kunden natürlich, ja, blöd. Ja, die meisten sind verständnisvoll, muss man auch sagen. Aber es nervt, es lässt mich, also es ist für mich nicht möglich, vernünftig zu planen. Und deshalb haben wir jetzt uns einen Masterplan entwickelt, wie wir das Ganze in Zukunft lösen wollen. Wir haben ja im Endeffekt eh nicht so viel Platz. Das ist ja begrenzt alles, was hier ist. Wir haben damals gesagt, okay, wir können uns Jahr für Jahr etwas erweitern. Von Peter nochmal eine Halle dazu mieten. Wo ich sage, die Arbeit hätten wir. Die Arbeit hätten wir locker. Wie gesagt, auch Werkstätten etc., die fragen hier an und sagen, hey, wollt ihr nicht für uns die Autos lackieren? Ich sage, du, wir haben 8 Wochen Vorlauf. Ich kann so flexibel gar nicht arbeiten. Das heißt, dieses ganze Geschäft lehnen wir dankend ab. Ist echt schade. Es tut einem wirklich weh, weil man sagt, das Potenzial wäre da. Die Möglichkeiten wären da. Wir sind ein junges Unternehmen. Wir sind, ich glaube, modern. Und ja, du kriegst keine Leute. Es ist einfach schwierig. Und jetzt habe ich gesagt, komm, wenn das so ist, dann nehmen wir das jetzt hin, weil ich habe gerade keine Lust mehr, jetzt großartig zu suchen. Und dann ist das halt so, dann sagen wir Qualität statt Quantität. Und Basti und ich können sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Wir wollen das jetzt ein bisschen weiter ausweiten, auch gerade mit den kreativen Projekten, das hatte ich auch schon mal angesprochen. Und wir werden dafür sorgen, dass wir, oh, jetzt merkt man hier die Lichtqualität, ja, dass wir im Grunde uns
selber darum kümmern müssen, für Nachwuchs zu sorgen. Und wir haben ja schon vorgestellt, letztens im Video, unseren Moritz. Da muss man wirklich sagen, ich hatte schon viele Praktikanten, viele standen mit Mund offen in der Ecke und haben gar nichts gemacht. Er hat hier richtig Spaß dran und das merkt man, das macht wirklich echt uns viel Freude, dass er so aktiv hier mitwirkt und mitarbeitet. Moritz ist ja auf dem Gymnasium. Ich habe auch gesagt, mach das fertig. Er sagt selber, du willst das gar nicht, ne? Du willst gerne. Ja, also theoretisch so, die Schule mache ich jetzt noch fertig natürlich, ja, ne? Ja. Aber an sich möchte ich danach auf jeden Fall die Ausbildung zum Lackierer machen. Ja, aber du wolltest nach der 10. Klasse. Genau, nach der 10. Ja. So ist der Plan. Ja. Da versuche ich mich dran zu orientieren jetzt erstmal, ne? Ja. Ja, und das war natürlich für uns schön. Tatsächlich Bastis Sohn, der macht ja jetzt eine Dachdeckerlehre und der hat gesagt, er würde gerne auch noch eine zweite Ausbildung machen, auch hier, weil er das ja immer sieht, was wir hier so machen und findet das total spannend. Das heißt, wahrscheinlich wird dann der Yannick, der Sohn von Basti, jetzt im August hier eine Lehre anfangen und du dann nächstes Jahr, dann haben wir einen im ersten Lehrjahr und einen im zweiten Lehrjahr. Finde ich auch cool als Austausch für euch. Ja, ja. Das heißt, ich habe jetzt gesagt, da machen wir das so. Die Jungs kenne ich, da weiß ich, da kann ich vertrauen. Und ich glaube, das ist ein guter Weg. Ja, auf jeden Fall. Zudem bin ich nochmal in mich gegangen und habe gesagt, warum hast du das eigentlich alles gemacht hier? Und zwar bin ich damals ja, also ich war 6 Jahre Betriebsleiter in der Lackiererei und ich hatte eigentlich, kann man sagen, die Freude an dem Job verloren. Warum? Weil wir nur für Autohäuser, Versicherungen etc. gearbeitet haben und das war einfach nur Massenabfertigung. Ein Auto nach dem nächsten, Autos ohne Emotionen, einfach Unfallschäden, Kotflügel tauschen, wo du dann nur noch gesagt hast, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, der muss fertig, Kotflügel, Stoßfänger etc. Und das war genau das, was ich nie wieder wollte. Dann bin ich in Vertrieb gegangen und bin da rausgegangen, habe ja im Vertrieb dann zu Corona mit den YouTube-Videos angefangen, um die Kunden zu erreichen, wo wir nicht in die Werkstätten durften. Und da bin ich ja dann an Hagen gekommen und da haben wir angefangen, im Grunde kreativen Content zu gestalten. Sprich, wir haben den Calibra in Metal Flake lackiert. Das waren so die Sachen, wo wir dann gesagt haben, ey, da haben wir Bock drauf, das macht mir Spaß. Es hat mir immer Spaß gemacht, sowas zu machen. Und Basti macht sowas halt auch Spaß. Und ich habe damals gesagt, ich mache mich selbstständig, um aus dieser YouTube-Geschichte raus. Jetzt sagen viele immer, Flo, du bist kein YouTuber, sondern du bist eine Werkstatt, die YouTube macht. Du musst sehen, dass du mit deiner Werkstatt klarkommst und fertig. Das war aber nicht das, was ich wollte. Wir wollten, eigentlich wollte ich kreative Arbeit machen. Videos übers Lackieren, Leuten, also das Handwerk vermitteln, Tutorials vermitteln etc. Und da möchte ich mich jetzt auch tatsächlich wieder mehr drauf konzentrieren, mehr kreativen Content machen, coole Projekte, Design etc. Eigene Projekte haben wir ja auch reichlich. Basti ist jetzt nicht hier, weil Wochenende ist, aber zum Beispiel unser schöner B5 hier, den wir mit Matze fertig gemacht haben, hat sehr viel Spaß gemacht. Und da haben wir heute auch noch eine Kleinigkeit dran zu tun. Um natürlich, ich sag mal, fachspezifische Tutorials zu erstellen, um kreative Projekte zu bauen, brauchen wir natürlich ein paar Dinge, die sehr wichtig sind. Und zwar als allererstes seid ihr das, weil ohne Zuschauer brauchen wir das Ganze sowieso nicht machen. Das heißt, wenn euch unsere Videos gefallen, dann teilt sie gerne mit euren Freunden, sagt, guck mal bei Lackflo vorbei. Kommentiert die. Kommentieren, liken, abonnieren. Das sind wirklich Sachen, die auch den Algorithmus ankurbeln, die uns helfen, mehr Reichweite zu bekommen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und ein Punkt, der auch sehr wichtig ist, sind einfach Werbepartner. Und der Sponsor dieses Videos ist die Firma Bergmann & Koch. Und zwar bauen die
Kamerasysteme, kabellos, ja. Ne, das ist ganz wichtig zu wissen, für Fahrzeuge zum Nachrüsten. Wir haben jetzt gesagt, wir bauen uns mal hier an den B5, weil der hat nämlich keine Parksensoren, keine Kameras, überhaupt nichts. Und ihr wisst ja, wie das in der Stadt ist. Die Parkplätze werden immer knapper und immer enger. Die Straßen werden immer enger. Und da ist es nicht verkehrt, dieses Kamerasystem zu installieren. Da gibt es zwei Varianten. Einmal nur eine Heckkamera oder mit zwei Kameras, das heißt Frontkamera und Heckkamera. In dem Fall verbauen wir die bessere Variante Front- und Heckkamera. Und ja, das ist eigentlich ganz einfach gelöst. Hier sind am Kennzeichenhalter quasi die Kameras installiert. Matze, erzähl mal, du hast dir das schon mal angeguckt. Ja, wir haben hier einmal die Kamera, die können wir natürlich auch einstellen, ne, welche Winkel wir sie brauchen. Dann haben wir hier Solarpanels drauf, damit wird der Akku auch noch geladen. Das heißt, die läuft über Akku, weil sie ja kabellos ist. Genau, man kann sie laden. Man kann es laden, aber an sich lädt sie sich über diese Solarzellen selber wieder auf. Und dann haben wir hier noch die Abstandswarner, die können wir dann auch noch einstellen. Ne? Und für ganz doofe haben sie extra hier nochmal auf den Heckkamera. Also bitte bringen wir das für vorne. Danke. Dass du die Frontkamera nehmen wir für vorne. Ja, wir wollen ja nicht ganz rückwärts fahren. Genau, das heißt, wir bauen das jetzt mal eben an. Dieses Video wird unterstützt von Schraubermatze, ein Freund für alle Fälle. Den Monitor können wir hier einfach mit dem Saugnapf an die Windschutzscheibe machen. Zack. Moin. Wie lange hast du jetzt gebraucht? 5-6 Minuten. Ja, überhaupt? Ja, einmal Kennzeichenhalter ab, Kennzeichenhalter ran. Monitor hier an Zigarettenanzünder ran. Da ist noch ein Schalter, wenn man jetzt auf ein Display guckt. Warte mal, ich zeige das mal. Das kann man umstellen. Das sieht man jetzt. Entweder nur vorne, beide, hinten. Kann man so, wie man es gerade braucht. Ne? Ja. Oder man lässt halt beide drauf. Ja. Das ist auch gut. Ne? Du hast zusätzlich noch einen USB-Port dran, dass du immer noch dein Handy laden kannst. Genau, ne? Auch wenn der Zigarettenanzünder ganz pfiffig, weil es ja über den Zigarettenanzünder läuft. Übrigens kann das BK2T7-System auch für Anhänger verwendet werden, weil es ist ja kabellos. Das heißt, hat direkt die Funkverbindung hier in den Innenraum. Hier im Display werden die Akkustände der beiden Kameras angezeigt. Die Kameras schalten sich nach einigen Minuten automatisch ab, sobald keine Bewegung erkannt wird. Und wenn wieder Bewegung erkannt wird, dann schalten sie sich wieder ein. Also was mir aufgefallen ist, dass die Kameraqualität sehr gut ist. Ne? Also man kann das sehr gut erkennen. Das stimmt. Ist nicht unscharf oder so. Und du hast diese Froschaugenoptik, dadurch hast du halt einen sehr großen Winkel oder einen Bereich, den man sehen kann. Genau. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr Interesse an diesem Produkt habt, wie gesagt, es gibt sie einmal mit zwei Kameras für vorne und hinten oder nur mit einer Kamera. Die Links zu den Produkten, die findet ihr selbstverständlich bei uns hier unten in der Videobeschreibung. Und jetzt weiter, viel Spaß mit dem Video. Komm mal, Basti hat sogar am Wochenende Langeweile, kommt hierher. Warst shoppen auf dem Flohmarkt oder Taxischild? Ja. Nächstes Projekt oder? Genau, das wäre hier das Matze-Projekt. Das Schraubertaxi. Das Schraubertaxi, genau. Ja, wir haben gerade drüber gesprochen, Personalsituation, du hast das ja auch mitgekriegt, was hier los ist mit ich komm doch nicht, ich schlaf lieber aus, Ahnung. Und Basti hat auch, glaube ich, so ein bisschen die Schnauze voll. Ja, und es ist einfach für uns dann einfacher zu planen, wenn wir wissen, wir sind ein kleines Team, wir planen. Kunden müssen natürlich länger warten, aber ich sage immer, ein Kunde, der wirklich zu uns will, der ist auch bereit zu warten, dann ist das halt so. Ich glaube, dann haben wir so den besseren Weg. Ja. Wir haben ja jetzt auf der Messe How to Road Trip kennengelernt. Das wäre, Matze lacht schon. Eigentlich wäre es jetzt echt geil, Mann. Schöne Roadtrip Rallye zu machen, ne? Matze freut sich. Ich fahre mit meinem Off-Roader. Ja. Einmal mit dem Audi, mit dem Volvo. Mit dem Eisberg. Das wäre natürlich. Ja, der kommt ja auf jeden Fall an.
Ja. Ja, hier müssen wir ein bisschen. Ja, ich nehme das, ich meine das Werkzeug mit. Ich bin eine mobile Werkstatt. Genau, das ist ja How to Road Trip auch. Könnt ihr zusammen MacGyvern. Genau. Ne? Aber ich glaube, meine alte ADAC-Latzhose passe ich leider nicht mehr rein. Diese ist geschrumpft. Ist ja. Wo wir gerade beim Thema Rallye, Autos, Roadtrip sind. Ja, was dann halt immer so kommt, wenn man so Rallye-Lackierungen macht, Martini-Lackierung etc., haben wir hier ein neues Projekt, worauf Basti und ich uns schon sehr freuen. Und zwar einen Ascona B, die ja mittelalte und ältere Generation, die wird wahrscheinlich sofort erkennen, was das für ein Design ist oder was das werden soll. Das ist ein quasi originalgetreuer Nachbau des Ascona B 400, den Walter Röhl, bevor er Audi Quattro gefahren ist, gefahren hat. Der soll tatsächlich das originale Rotmanns-Design bekommen. Und zwar nicht foliert, sondern echt lackiert, so wie es damals war. Ja, und das ist jetzt, das steht jetzt bei uns an. Mega cooles Projekt. Da könnt ihr schon mal sehr gespannt drauf sein. Ist auf jeden Fall, glaube ich, spannend. Ja, spannend. Interessant. Ja, interessant. Ja. Und für uns ein Projekt, wo wir richtig Bock drauf haben, muss man ja ganz klar sagen. So die kreativen Sachen. Das ist unser Ding. Das machen wir. Das heißt im Endeffekt, wir sagen jetzt Qualität statt Quantität. Lieber weniger Leute, aber dann Leute, auf die wir uns verlassen können. Wir beide arbeiten sehr gut als Team, muss man wirklich sagen. Und ja, wir sind auf der Suche immer nach neuen Werbepartnern, die uns ein bisschen was ermöglichen. Und ja, wir freuen uns auf die nächsten Projekte. Tutorial-technisch schreibt auch gerne nochmal in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt, weil da wollen wir auch ein bisschen mehr machen. Anleitungen, Materiallisten dazu etc. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall dann auf die junge Generation im Team, den Nachwuchs, die Lehrlinge, glaube ich, eine sehr coole Sache. Ich freue mich da wirklich sehr zu, weil es halt, wie gesagt, heute nicht mehr oft Leute gibt, die darauf irgendwie Bock haben, ein Handwerk zu lernen. Wobei man ja sagen muss, die Arbeit ist da und ja, man sieht, was man erschaffen hat nach der Arbeit, finde ich eine gute Sache. Ja, Freunde, insofern sage ich mal, schreibt eure Gedanken unten hier in den Chat. Abonniert, teilt das Video mit euren Freunden, pusht den Algorithmus für uns, das hilft uns auf jeden Fall sehr weiter. Wenn es ein Like ist, ein Kommentar, reicht auch ein kleiner Smiley rein. Viel mehr muss das gar nicht sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dann. Ciao, ciao.